unser Jesus und Maria. In Ewigkeit. Amen. Viele Gedanken sind mir gerade wieder durch den Kopf gegangen, als ich währenddessen ich das Evangelium vorgetragen habe, und es sind so viele Verbindungen, und wenn ich ehrlich bin, konnte ich mich gar nicht so richtig vorbereiten auf diese Predigt heute, weil es recht kurzfristig war, dass ich die Messe übernehmen sollte. Aber ich möchte trotzdem mal versuchen, in dem etwas euch mitzugeben, was ich heute Morgen ein wenig betrachtet habe und was mir jetzt auch gekommen ist. Zunächst einmal sprechen die Texte heute alle von einer Einung, von einer Sammlung. Also Jesu Sendung war es, zu sammeln. Und zwar nicht nur die Sendung für sein Volk, das hat er im Lauf seines Lebens verstanden, sondern er hat auch begriffen, dass seine Sendung für alle Menschen gilt. Auch für die Heiden, für die versprengten Kinder. Nicht nur für die versprengten Kinder Israels, sondern wie wir heute gehört haben, für alle. Das ist seine Sendung, die Sammlung. Und deswegen ist die Sammlung nur dann möglich, wenn wir uns auch sammeln lassen wollen. Nur dann. Und dazu muss ich mich sammeln, muss ich beten, um mich sammeln zu lassen von ihm. Das ist im Übrigen auch ein Gebet. Gebet heißt immer, ich sammle mich, dass er mich sammelt, dass er kommt und da ist und mein Herz richtig ordnet, dass es eins ist mit ihm, Einheit. Und deswegen ist das Glauben an diese Feierlichkeiten, die wir jetzt begehen, das Glauben an dessen, was wir gerade auch gehört haben, immer die eigene Frage, nämlich in dir. Glaube vollzieht sich in dir oder es vollzieht sich nicht. Glaube vollzieht sich in dir in der Entscheidung, die du setzt, oder sie vollzieht sich nicht. Und diese Bipolarität, diese Ambivalenz ist in jedem unserer Herzen. Und das ist im Großen das Evangelium heute, das wir gehört haben. Die Einordnung, Jesus hat gerade live vor den jüdischen Obrigkeiten in Bethanien Lazarus auferweckt. Komm heraus! Und er kommt und die Binden werden ihm abgenommen, die Fesselung, und er geht vor ihren Augen weg. Und jetzt kommt dieses Evangelium. Sie wollen ihn töten. Diese Realität, bitte, das ist Realität in unserem Herzen. Denn wir erleben das alle, ich schließe mich mit ein, sobald irgendetwas uns zusetzt, bis in die kleinsten Spitzen unseres ganzen Seins, Krankheit, seelische Qual, was weiß denn ich? Sobald das kommt, steht das Fragezeichen. Ist ja auch normal, denn wir wollen das ja nicht. Ist ja auch absurd. Keiner will das Leid. Niemand. Aber die Frage ist, wie lösen wir das Fragezeichen auf? Welche Antwort geben wir dem Herrn? Darum geht es. Sagen wir dann, Jesus, du löst das Fragezeichen, weil du mich sammelst, weil du mich am Kreuz gesammelt hast, weil du meine Krankheiten getragen hast. Und ich danke dir. Das ist natürlich der Anspruch im Leid. Aber wer ist denn Gott für dich? Wer ist denn Gott für uns? Wer ist er? Es kamen viele zum Glauben an ihn, hat es geheißen, aber sie waren entschlossen, ihn zu töten. Das ist die Spannung in unserem Herzen. Hosanna und kreuzige ihn. Das auszuhalten, ist unser tägliches Glaubensleben, würde ich mal behaupten.
Und da gilt es einfach zu sagen, Herr, du machst es gut. Das ist Vertrauen. Denn wenn Gott derjenige ist, in dem kein Gramm Leid ist, in dem kein Gramm das Wollen ist, das Leid uns zu wünschen, denn dafür ist der Mensch geworden, um es zu beseitigen, um es zu töten. Wenn dem so ist, dann muss ich doch sagen, in ihm sind 1 Million Gramm Gold. Gold der Liebe für dich und für mich. Liebe des Vaterherzens für dich und für mich. Da hinein möchte uns Jesus sammeln. In Kilogramm Edelsteinen von Gold, wo wir die Liebe finden. Die Einheit, den Frieden für unsere Herzen. Wisst ihr, wenn Jesus kommt und das verkündet, dann heißt es nicht, morgen gibt es einen Eierkuchen. Entschuldigung. Dann heißt es Spaltung. Ich bin gekommen, nicht um Frieden auf die Erde zu bringen, sondern Spaltung. Aber was meint er denn damit? Genau diese Spaltung in deinem Herzen und meinem Herzen zu überwinden, um mir zu sagen, bring die Spaltung mir. Dass Friede kommt in dein Herz. Dass du endlich heimfindest ins Vaterherz. Und das ist das Kreuz, das hat er getan für uns. Na, ich versuche uns nur ein wenig eine Sehnsucht zu entwickeln, wie wir jetzt in diese Woche gehen. Und wenn sich das nicht, noch einmal, es ist so wichtig in dieser Zeit, Wachstum vollzieht sich nur in der Entscheidung zu dem Herrn. Nur. Entscheidung, steht das Wort auch scheiden drin. Ich muss mich klar zu ihm bekennen. Aber das kann ich nur, wenn ich verstehe, wer er ist und wer seine Liebe zu mir ist. Das hat nichts zu tun mit Schreien, das darf ich. Er hat auch geschrien. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen schreien, aber Kinder schreien. Kinder schreien. Aber bitte nicht anklagen. Nicht töten. Nicht, Herr, jetzt bin ich schon so lang. Das steht. Ja. Also die Spaltung unter den Menschen ist fast eine logische Konsequenz, wenn Jesus da ist. D-A, da. Und es vollzieht sich auch eine Spaltung in deinem Herzen, denn wenn die vollkommene Liebe in uns wohnt, muss sie spalten. Muss sie wegnehmen, muss sie Sünde aufdecken. Das tut der Heilige Geist in euch, wenn ihr ihn einladen. Also Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, damit die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Das ist es, damit deine und meine Gedanken offenbar werden. Und Jesus fragt uns heute, hast du die entschiedene Liebe zu mir in dir, in deinem Sein? Und das Einzige, was ich von dir möchte, ich ersehne, ich bettle darum, ist deine Treue und deine Aufrichtigkeit. Das sind die Fundamente der Christusfreundschaft. Deine Treue und deine Aufrichtigkeit. Und Treue, das wissen wir alle, und Aufrichtigkeit, also Treue verlangt Beständigkeit, Treue verlangt Geduld, Treue verlangt auch ein Aushalten. Aber Treue ist das Moment, was sich Jesus wünscht. Sei mir treu. Sei treu meiner Liebe. Und die Aufrichtigkeit ist das, was ich gerade versucht habe, in den Gedanken, in der Spaltung, in deinem und meinem Herzen zu bewegen. Dass es keine Mal-Hü-Mal-Hot gibt. Es braucht Aufrichtigkeit. Wisst ihr, und eine Aufrichtigkeit kann ich dem Herrn schon mal sagen, ich schreie jetzt. Das ist auch Aufrichtigkeit. Aber nicht mal Ja und mal Nein sagen. Diese Zeit braucht Klarheit. Wir brauchen Klarheit in unserem Glauben. Und nicht Unentschiedenheit. Und er sehnt sich so sehr danach. Und jetzt schauen wir noch kurz
auf das, was die hohen Priester hier vollziehen. Sie fragen sich, die hohen Priester beriefen die Pharisäer eine Versammlung vor dem Hohen Rat. Sie gehen also zum Obersten, in dem Fall Kaiaphas. Was sollen wir tun? Fragen sie. Was sollen wir tun? Also, um es mal jetzt runterzubrechen auf die Fragen, sollen wir dieser Liebe glauben? Sollen wir diesem Wunder glauben, das wir gesehen haben? Das ist die Frage, was sollen wir tun? Aber sie verstehen nicht. Also, da habe ich gerade ein Wunder gesehen und ich kann nicht glauben. Also, Wunder führen uns nicht weiter. Ihr seht, was ein Mensch, zu was ein Mensch in der Lage ist, wenn er verstockt ist, wenn er verwirrt ist, zu glauben. Dieser Mensch tut viele Zeichen. Ja, was denn für Zeichen? Bringt der Menschen um? Und jetzt heißt es, wenn wir ihn gewähren lassen, dass er liebt, das heißt es, wenn wir ihm gewähren zu lieben, werden alle an ihn glauben. Ja, hoffentlich. Aber dann werden die Römer kommen und uns die heiligen Städte und das Volk nehmen. Und jetzt kommen die Gründe der Ablehnung. Genau in diesem Satz. Erstens, sie haben Angst vor dem Verlust ihrer geistigen Macht. Verlust vor der geistigen Macht. Prüfen wir einmal, ob wir auch Angst haben vor dem Verlust geistiger Macht. In der Kirche. Zweitens, der Anerkennung und Ruhm und der Ehre. Nein, nichts Ehre. Demut. Lieben. Dienen. Und Gesetzesgerechtigkeit eines toten Buchstabens, das kreidet Ihnen Jesus hier an. Ihr kennt das Gesetz, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, zum Erfüllen. Das ist genau dieser tote Buchstabe, aber es ist ein Buchstabe nun mal tot, wenn er in meinem Herzen nicht lebendig wird. Wenn die Heilige Schrift nicht lebendig wird. Wort Gottes, ein zweischneidiges Schwert, das durch Seele und Mark durchdringt, das Wahrheit ist und Geist. Das ist es. Dann wird dieses Gesetz mit Liebe erfüllt. Und wenn etwas mit Liebe erfüllt ist, brauche ich kein Gesetz mehr. Brauche ich nicht. Für was denn? Also kein Deut von Liebe und Wahrheit, scheinbar. Aber Brüder und Schwestern, jetzt kommt das Happy End. Denn in all dem, auch selbst im Bösen, vollzieht sich der Heilswille Gottes. Denn Kaiaphas gibt genau die Antwort. Habt ihr noch nichts verstanden? Ist es nicht besser, wenn ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht? Das ist genau diese Prophetie. Das heißt hier, das ist Prophetie vom Machthaber, ja, der das anordnet. Der Herr ist König über alles. Er herrscht über die Wirklichkeiten in unserer Welt. Er ist es, er ist der Herr über Zeit und Geschichte. Deswegen können wir wirklich voll Hoffnung in die Zeit gehen. Auch das, was sich abspielt. Der Herr ist König. Morgen feiern wir ihn. Und dann in der Auferstehung. Und wir feiern ihn auch als Dorngekrönten. Weil wir wissen, dieser Sohn Gottes, hat für uns, für das Volk, für die Kirche, für die Welt bezahlt, um uns zu einen, um uns zu sammeln, um uns zu formieren an den Ort des Todes und der Auferstehung. Das ist die Sammlung, dieser Ort. Und da lasst uns hingehen in dieser Woche jetzt. Lasst uns mit Jesus mitgehen, mit Maria an diesen Ort gehen, an den Ort, wo sich die Geister scheiden, an den Ort, wo sich unsere Herzen formieren, wo unsere Herzen ein klares Ja zu ihm sagen und ihm sagen, Jesus, wir wollen dich begleiten. Wir wollen, dass du mich uns sammelst. Wir wollen, dass du uns erlöst. Und dort nimmt alle Menschen mit, in dieses Geschehen hinein. Und das gilt es anzunehmen.
Amen.